Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Spaziergevideo mit Benetton. Ich bin schon unterwegs. Und ja, ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen mitnehmen, wie wir spazieren gehen. Und ich zeige euch den Kleinen einfach mal. Also wir sind mit dem Platoon hier unterwegs. Und hier fahren die Autos. Also nicht wundern. Und genau, ich habe die Babywanne drauf. So sieht das aus. Und das ist alles so schön herbstlich. Total schön. Aber es wird leider so schnell dunkel. Genau, wir haben die Babywanne drauf. So sieht das aus. Und der Benetton, den zeige ich euch auch nochmal. Der ist ganz dick eingepackt. Schön mit einem Lammfellfußsack hier habe ich in die Wanne reingelegt. Der ist passend zum Kinderwagen dazu. Und natürlich die Winddecke hier. Und dann hat er natürlich eine Jacke an und ein komplettes Outfit. Und dann haben wir noch hier eine richtig schöne Decke drin, die wollte ich euch mal zeigen. Hier ist übrigens eine coole Haijacke. So sieht der kleine Mann aus. Schläft ganz zufrieden. Jetzt klaue ich mir mal kurz eine Decke. Das hier ist die Decke, die ist von Stoff mit Z. Ich verlinke euch einfach mal den Instagram-Account in der Infobox und auch die Website, weil ich finde diese Decke so schön. Erstens ist es 100% Handarbeit, also sie werden echt selber genäht. Dann kann man sich halt alles aussuchen, also den Stoff kann man sich aussuchen. Und auch so ein Motiv hier, das ist jetzt eine Babydecke, also eine kleine. Dann gibt es aber auch die großen, da kann man zum Beispiel auch einen Namen mit reinmachen lassen. Hier könnte man jetzt auch noch einen Namen reinmachen lassen, aber ich habe gesagt, ich möchte keinen Namen. Und genau, die ist eben schön neutral, die Decke. So ein bisschen in Mint und Grau. Und ich finde die wirklich total schön. Direkt mit dieser Wolke hier und das ist alles richtig plüschig. Auch das hier auf der anderen Seite könnt ihr euch aussuchen, also entweder ein Vlies oder halt so ein Plüsch. Und ich finde die einfach so toll. Die ist perfekt für einen Kinderwagen und ja, passt einfach perfekt. Die habe ich, wie gesagt, bestellt bei Stoff mit Z. Und ich kann das wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr euch eine Decke sucht, die wirklich lange hält und halt Handarbeit ist. Und die ist wirklich sehr, sehr schön. Also die ist auch schön dick und ist recht jetzt für den Herbst, finde ich das richtig, richtig gut. Der kleine Benner hat übrigens alles in Haien an. So ein Sturmblau mit Haien. Hier ist noch so ein Schnulli und eine Haijacke. Der ist ganz, ganz warm. Aber wir wollen ihn schnell wieder einpacken, damit er nicht friert. Einmal die schöne Kuscheldecke drüber. Und dann noch den schönen Lammfellfußsack. Also wenn er da noch friert, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ist schon nahezu perfekt so. Super süß, oder Leute? So ein kleines Baby. So, noch schön die Decke drauf. Dann kann es auch schon weitergehen. So. Ich gehe jetzt hier so einen kleinen Weg entlang, weil die Autos mir einfach viel zu laut waren. Und dann dachte ich mir, gehen wir jetzt einfach hier so ein bisschen spazieren, bis es ganz dunkel wird. Schauen uns einmal alles an. So, jetzt seht ihr mich auch nochmal. Ich mag das immer nicht so gern zu reden, wenn man mich nicht sieht. So, gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen spazieren. Ist auch mal gut für Kreislauf wieder. Ich habe übrigens keine Wickeltasche oder so mit, auch kein Regenverdeck, weil ich einfach ganz spontan jetzt los bin. Und genau, aber das passt schon. Sonst nehme ich halt immer noch eine Wickeltasche mit, die ist auch immer schon fertig gepackt. Auch die habe ich passend zum Kinderwagen. Aber heute eben nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch immer mit Wickeltasche rausgeht oder ob ihr überhaupt rausgeht. Es würde mich total interessieren. So, jetzt sind wir schon wieder aus dem Wald raus, ab in
oder ab in die Nähe der Straße. Dann geht's auch gleich wieder nach Hause hier. Dann mal schauen, was es noch so erwartet. Und ich liebe diese Farben. Habe ich das schon mal gesagt? Ich finde das so wundervoll. So, hier ist die Kirche. Jetzt gehen wir wieder ab nach Hause. Kleinen Mann geht's noch gut. Sieht man gar nicht im Winter immer. So versteckt die Babys. So. Schauen wir mal. Und ab über die wunderschöne Brücke. Immer weniger Wasser. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Der kleine Benedikt schläft, aber möchte bestimmt gleich was essen. Und ich würde dann dieses kleine Video beenden. Tschüss!